drei Schritte, wie du nie mehr manipuliert werden kannst. Eigentlich der Wunsch, den man hat, Freiheit im Umgang mit den Menschen. Und wenn man sich in narzisstischen Beziehungen bewegt oder in narzisstischen Beziehungen befindet, dann hat man vielleicht, wenn man erwacht, erkannt, wie manipulativ Narzissten sein können und wie sie manipulativ mit dir umgehen. Und hier möchte ich dir drei Schritte aufzeigen, wie du aus diesem Gefängnis der Manipulation entfliehen kannst und dich auf ein neues Fundament stellst, in welchem du der Manipulation entgegenwirken kannst. Mein Name ist Hubert Hafner, ich bin Selbstwert- und Burnout-Coach, Autor mehrerer Bücher und hier sei dir ans Herz gelegt, die Bücher hinterm Vorhang. Hier geht es darum, verdeckter Narzissmus, der sich sehr häufig in christlichen Gemeinden wiederfindet, zu erkennen, darauf zu reagieren und ganz, ganz wichtig, Selbstwert ist kein Gefühl. Gerade in dem ersten Teil, den wir heute besprechen wollen, geht es darum, diesen Selbstwert zu verstehen und zu verstehen, warum Manipulatoren, narzisstische Manipulatoren, ein so leichtes Spiel mit uns haben. Doch nun lasst uns gemeinsam den ersten Teil anschauen, den ersten Schritt gehen aus der Manipulation heraus in die Freiheit. Ja, Manipulation ist etwas Hinterhältiges, weil hier etwas vorgegeben wird, scheinbar etwas, das da ist, das sich dann im Nachgang aber doch nicht so herausstellt. Und hier geht es ja schon mal darum zu verstehen, warum manipulieren Menschen dich? Welches Ziel haben sie, wenn sie dich manipulieren, wenn sie auf dich einwirken, wenn sie dir die Dinge etwas verdreht darstellen, weil sie ein Ziel haben? Und dieses Ziel ist, sie wollen etwas von dir oder sie wollen dich. Eins von beiden, um dieses wird es gehen, wenn sie etwas von dir wollen, ist es deine Zuwendung. Das heißt, sie möchten vielleicht deine Hilfe, sie möchten dein Geld, wenn es um Verkäufer geht. Das heißt, sie wollen etwas von dir, dass du ihnen etwas gibst oder sie wollen dich ganz. Das heißt, die Person, dass du dich ganz auf sie einstellst, dass du dich ganz auf sie einlässt und ihnen jederzeit zur Verfügung stehst. Wie so ein Sklave, der rennt, sobald der Herr schreit. Also eins von beiden wollen sie. Und wie machen sie das? Indem sie dich manipulieren, indem sie dir eine Wahrheit vorgaukeln, dir etwas vormachen, damit du ihnen glaubst, dass es so sei, dass sie so charmant sind, dass sie die einzigen sind, die dich noch verstehen, dass du das Größte für sie bist in der Lovebombing-Phase. Das heißt, hier wird manipuliert, hier wird dir etwas vorgegaukelt, eine Realität, und in dieser Realität sollst du dann deine Entscheidungen nach innen ausgerichtet treffen und für sie da sein, ihnen die Zufuhr geben. Das ist das Ziel der Manipulation und dieses zu verstehen, warum funktioniert das bei dir? Warum können sie genau mit diesen Methoden bei dir andocken? Und hier geht es darum, der erste Schritt, Co-Abhängigkeit oder Traumaband. Dieses zu verstehen, dass hier etwas in dich gelegt ist, etwas in dir ist, das genau auf diese Manipulatoren anspringt, dass du getriggert wurdest, dass hier etwas bei dir funktioniert. Und ganz zu Anfang möchte ich in Sprüche 4,23 das nochmal klarstellen. Wenn es um Manipulation geht, dann geht es darum, dass sie dich vom Weg abbringen, dich von dir selbst entfernen, hin zu sich ziehen, dass du ganz auf sie ausgerichtet bist und abhängig bist von dem, was sie gerade wünschen, wie ihre Stimmung ist. Und hier sagt uns die Schrift, hier sagt Salomo zu seinem Sohn in Sprüche 4,23, vor allem aber behüte dein Herz. Achte auf dein Herz, denn das ist die Quelle des Lebens. Das ist das Zentrum, wo das Leben herkommt, dein Herz, deine Grundüberzeugung. Und das erstmal zu verstehen, dass das Herz mehr ist als Denken, als dein Gehirn. Das sind Grundüberzeugungen. Und diese Co-Abhängigkeit basiert auf einer Grundüberzeugung. Und diese Grundüberzeugung, die wurde in dich gelegt,
meistens schon ganz früh in der Kindheit, weil du in der Kindheit keine bedingungslose Liebe erfahren hast, sondern bedingte Liebe. Und bedingte Liebe bedeutet, wenn du funktionierst, wenn du den Eltern gehorsam warst, wenn du gemacht hast, was sie wollten, wenn du dein ganzes Leben deine Wünsche, deine Bedürfnisse zurückgestellt hast und dich um das Wohl der anderen gekümmert hast und dafür Anerkennung und Liebe empfangen hast, dann denkst du, dass die Liebe nicht dir gilt, sondern deinem Funktionieren. Und genau auf dem basiert es. Das heißt, hier triggert der Manipulator, indem er dir das gibt, was du gern hättest, nämlich Zuspruch, Anerkennung, wenn du das machst, was er will. Sobald du es nicht machst, entzieht er sich, das kennst du dann aus der Kindheit, der Entzug, das heißt, die Eltern haben sich entzogen, wenn sie narzisstisch manipulativ unterwegs waren, dann haben sie sich entzogen. Als Kind brauchst du Liebe, du brauchst Zufuhr, also hast du alles getan, damit du die Zufuhr ja erhalten hast und diese Zufuhrquelle nicht gefährdet hast. Das heißt, als Kind hast du intuitiv mitbekommen als Schiene, wenn ich funktioniere, bin ich liebenswert, aber nicht um meiner selbst willen. Und daraus entsteht Co-Abhängigkeit. Das heißt, ich bin abhängig von dem, wie mich andere sehen, damit ich mich wertvoll fühle, damit ich mich liebenswert fühle. Das hat sich verfestigt und das triggert. Das heißt, ich bin abhängig von dem Wohlgefallen der Menschen, dass ich ihnen wohlgefalle und dass ich dadurch dann die Rückmeldung bekomme, wie liebenswert ich bin, wie wertvoll ich bin und meinen Wert sich genau hierin festmacht. Deswegen auch das Buch Selbstwert ist kein Gefühl, wo ich nochmal darauf eingehe, dass der Selbstwert, wenn er in der Abhängigkeit von Menschen besteht, sehr, sehr fragil ist und ich mich immer anstrenge zu funktionieren, immer anstrenge, ja, keine Fehler zu machen, dass sie mir passieren, damit niemand mich kritisieren kann und dadurch meinen Selbstwert gefährden könnte. Und das zu verstehen, ist eins der wichtigsten Dinge, die ich für mich gelernt habe, die Co-Abhängigkeit, dieses Traumaband, dass mein Leben sich komplett nach dem anderen ausrichtet, aber nicht in einem positiven Sinn, sondern in diesem negativen Sinn, in diesem, ich habe Angst, wenn es nicht so ist und was passiert dann, welche Reaktion erwartet mich, weil Manipulatoren mit ihren Methoden arbeiten, wo sie wissen, die funktionieren. Wenn ich nicht mache, was sie will, es kommt Nein, passiv-aggressiv, Silent Treatment, Gaslighting, Wutausbrüche, all das kenne ich. Und um das zu vermeiden, werde ich natürlich das Nein vermeiden. All diese Dinge laufen dann bei mir ab und ich versuche, dass es den anderen gut geht, dann geht es mir gut. Harmonie, eins der wichtigen Dinge. Harmonie, dass alles läuft, dass alles in Ordnung ist, dass dann niemand etwas gegen mich haben kann, weil ja Harmonie da ist und ich bin bereit, alles Menschenmögliche, was in meiner Macht steht, zu tun, um diesen Harmoniezustand zu erhalten oder wiederherzustellen. Und da gebe ich mich völlig auf, Hauptsache Harmonie, Stimmung ist wieder gut und Narzissten arbeiten genau mit dem System, Manipulatoren, weil sie wissen, wie ich funktioniere, wenden sie immer wieder das Gleiche an, das bei mir funktioniert. Und dieses zu verstehen ist wichtig. Und jetzt kommt etwas, was sagt die Bibel zu dem? Hier will ich ja Menschen gefallen, damit ich etwas wert bin. Galater 1, Vers 10, wenn ich noch Menschen gefallen wollte und nicht Gott, dann hätte ich mein Leben versäumt, sagt Paulus. Das heißt, ihm geht es darum zu verstehen, ja, Menschen gefallen, warum möchte ich das und nicht Gott gefallen? Weil ich hier den direkten Zuspruch habe von den Menschen, aber Gott gefallen bedeutet, ich bin frei von Menschen, ich habe diese Co-Abhängigkeit verstanden, kann in meinen Selbstwert kommen und über den Selbstwert verstehe ich, wie Gottes Liebe bei mir wirkt, warum er mich liebt. Und aus diesem Verständnis heraus, dann ein neues Selbstwert zu finden, der in sich ruht, nicht mehr abhängig ist vom Gefallen der Menschen, von dem Wohlgefallen. Und damit richtet sich mein Leben nach Gott aus. Ich kann Gott fragen, was möchtest du? Ich möchte dir gefallen und nicht Menschen. Ja, dazu noch 1. Thessalonicher 2, Vers 4, wo Paulus sagt, er predigt das Evangelium nicht um Menschen zu gefallen, sondern um Gott zu gefallen,
der die Herzen prüft. Gott prüft unser Herz und deswegen bewahre dein Herz. Es geht um deine Grundüberzeugung, wo machst du deinen Selbstwert fest? In der Co-Abhängigkeit, das was bisher gelegt wurde, bist du manipulierbar, lässt du dich von den anderen lenken und leiden, weil du ja auf ihr Wohlgefallen und auf ihr Wohlwollen angewiesen bist. Wenn dein Selbstwert für dich steht, kannst du ganz anders mit Menschen umgehen, bist du nicht mehr abhängig, was sie über dich denken, sondern kannst in Freiheit Entscheidungen treffen, kannst in Freiheit den Weg mit Gott gehen, ohne darauf zu schauen, was Menschen jetzt von dir denken, wenn du dieses oder jenes machst. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der erste Teil zu dem Thema 3 Schritte, dass die dich nicht mehr manipulierbar machen, wo du rauskommst aus diesem System, ist für mich der wichtigste, dieses Trauma dann zu verstehen, das gelegt wurde und nach diesem System lebst du, musst du leben. Das habe ich verstanden und ich biete es auch in meinen Coachings an, genau über diese Themen in der Tiefe nachzudenken. Was arbeitet in uns? Warum sind wir, wie wir sind? Warum sind wir, was wir tun? Warum machen wir das? All diese Dinge hängen mit einer Grundüberzeugung zusammen. Und hier geht es darum, die Co-Abhängigkeit. Ich wurde in Abhängigkeit von den Eltern gehalten, indem sie bestimmt haben, wann sie mir zufuhr, wenn sie mir Quelle zur Liebe wurden und ich im Funktionieren gelernt habe, was muss ich tun, wie muss ich mich verhalten, um liebenswert zu sein. Ich hoffe, dieser Schritt konnte dir erstmal weiterhelfen, dieses zu verstehen, zuzulassen, dass etwas in uns gelegt ist, das uns genau für solche Menschen anfällig macht, wo wir uns am Anfang wohlfühlen, aber der Missbrauch irgendwann so überhand nimmt, dass wir eventuell aufwachen, erkennen, da läuft was komplett schief und dann in diesem Erkennen unserer Situation neue Wege beschreiten können. Hier kann ich dir gerne helfen. Es gibt auch gute andere Coaches, die dir helfen können. Ich bin über jeden froh, der seine Hilfe anbietet, der versteht, welche Systeme hier laufen und der dir hier raushelfen kann. Möchtest du ein Coaching, kannst du es gerne buchen, die Bücher bestellen, erstmal dich informieren, über die Bücher einzulesen und dann in meinem privaten 1:1-Coaching vielleicht deine Situation ganz persönlich aufzuarbeiten. Hat dir das Video gefallen? Gerne den Daumen hoch, abonnieren, Glöckchen drücken und vor allem teilen und kommentieren. Kommentare sind die Essenz dessen, dass Menschen wissen, sie sind mit ihrem Problem nicht allein. Ich werde demnächst das 2. Video einstellen und ich hoffe und wünsche dir für deinen Weg in deine Freiheit viel Kraft, Gottes Segen und sende dir ein ganz, ganz liebes Grüßle. Dein Hubert Hafner.